Ja, ich finde es interessant, dass man Fehler, die andere gemacht hat, gerne auch wieder selber macht. Die Russen haben das nämlich gerade durchgeführt, dieses Experiment. Im Jahr 2011, meines Wissens, hat Medvedev die ewige Sommerzeit proklamiert und hat die Uhren dauernd auf Sommerzeit umstellen lassen. Und es gab dann von Seiten der Bevölkerung, aber vor allem auch von Seiten der Ärzte, so große Beschwerden, weil der Gesundheitszustand der Bevölkerung sich verschlechtert hat, dass man 3 Jahre später dann die ewige Normalzeit eingeführt hat. Winterzeit ist eigentlich nicht der richtige Ausdruck, sondern man müsste von der astronomischen Normalzeit sprechen. Das ist die Zeit, die die Sonne sozusagen repräsentiert und wo man dann auch weiß, dass sie um zum Mittag etwa im Zenit steht, die Sonne. Aus Sicht der Chronobiologen ist das ziemlicher Unfug, weil man sozusagen die Zeit verbiegt und dem Menschen ein weiteres Mittel zur Stabilisierung wegnimmt. Man würde dann, wenn man zu üblichen Zeiten aufsteht, halt in völliger Dunkelheit aufstehen müssen. Das heißt, die Zeitgeber sind nicht vorhanden. Das Licht, von dem wir schon gesprochen haben, als wichtiger Zeitgeber, das ist dann nicht vorhanden. Das heißt, der Mensch steht dann in der Dunkelheit auf und muss hier dauernd gegen seine innere Uhr arbeiten. Rönneberg, der Münchner Chronobiologe, hat gemeint, dass die Europäer faul, dumm und gereizt oder grantig werden würden durch dieses Vorhaben und hat auch entsprechend gewarnt. Es finden sich dann immer wieder Menschen, die nicht dieser Meinung sind und die finden, man kann das ruhig machen, weil die Industrie hätte das ja gerne, dass man früher zur Arbeit geht und die Freizeitindustrie, dass man dann am Abend mehr Zeit hat, um die Segnungen dieser Industrie zu gebrauchen. Aber die Chronobiologen haben eigentlich eindringlich davor gewarnt.